Wir leben im Zeitalter der Roman-Regie. Mit außergewöhnlichen Persönlichkeiten wie Walter Felsenstein, Wieland Wagner, Günter Rennert und anderen begann die Oper den Weg hin zum Musiktheater. Es reichte nicht mehr, allein die schöne Töne zu produzieren. Man suchte und fand Wahrhaftigkeit auf der Bühne. Gesang und Darstellungskraft begannen, eine Einheit zu bilden. Sicher, es wurde auch über das Ziel hinausgeschossen. Für manch ein Regiefanatiker spielten die Möglichkeiten des sängerischen Ausdrucksvermögens eine untergeordnete Rolle. Aus meiner Sicht ist aber erst dann eine überzeugende Interpretation gelungen, wenn Stimme und Gestaltung in Übereinstimmung und damit zu einer Einheit gebracht werden. Unumwunden gebe ich zu, dass die Staatsoper in dieser Hinsicht Defizite hatte. Gegenüber Felsensteins komischer Oper zum Beispiel. Wir waren wohl immer mehr das Sängerhaus. Trotzdem gab es an unserem Theater Regisseure, die mit viel Engagement und Entschlossenheit den Kampf um darstellerische Glaubwürdigkeit aufnahmen. Und da muss ich zuallererst Gerhard Fischer, den ehemaligen Chefregisseur der Staatsoper, nennen. Er war besessen, ohne fanatisch zu sein. Selten habe ich einen Regisseur erlebt, der so mit dem Herzen bei der Arbeit war. Mein Debüt am Hause unter den Linden war an ihn gekoppelt, der Wolfram im Tannhäuser. Oh Gott, wie grausam muss es für ihn zu Beginn gewesen sein, mit einem verkrampften, theaterunerfahrenen, reinen Sänger wie mir arbeiten zu müssen. Doch er hat mich nie meine Defizite spüren lassen. Behutsam und mit großer Aufgeschlossenheit führte er mich auf den Weg, der ihm zur Darstellung dieses intellektuellen Dichtersängers geeignet erschien. Mit wie viel Enthusiasmus und Glaube an die Fähigkeiten der ihm anvertrauten Sänger war dieser Mann ausgestattet. Seine großen Inszenierungen, mittlerweile vom Haus verschwunden, weil komplett abgesetzt, haben die Staatsoper geprägt. Weil es wohl niemand tut. Danke Ihnen, verehrter Gerhard Fischer, für so viel Schönes und in der Erinnerung Bleibendes zum Wohle der Deutschen Staatsoper Berlin. Kompromisslosen und hochintellektuellen Regisseurin hatte die Staatsoper eine Persönlichkeit, die es so wohl nicht wiedergeben wird. Man konnte nur für oder gegen sie sein. Obwohl ich zugebe, dass mir so manche inszenatorische Sicht Rätselaufgabe nicht meinen Beifall finden konnte, achte und ehre ich sie als große Künstlerin und bedeutenden Menschen. Ihr Tod hat eine nicht zu schließende Lücke hinterlassen. Sie hat der Staatsoper Triumphe und Skandale beschert. Aber immer stand das Suchen nach künstlerischer Glaubwürdigkeit und Wahrhaftigkeit für sie im Mittelpunkt. Schade, dass Menschen wie sie aussterben. Über viele andere wäre noch zu reden, die Zeit reicht nicht.